Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Als erstes hole ich uns natürlich die Tränke gegen Kälteresistenz. Denn ich und Dago wollen nicht in dieser, aber in der nächsten eventuell mal nur zwei Stück. Wow. In, ja, wie sage ich das, in den auf dem Eisberg gehen. Da brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr. Und wir wollen aber jetzt einfach mal eine kleine Farmrunde im Sumpf einlegen. Deswegen entmute ich mich jetzt, folge Dago in den Sumpf und kurz das auspacken, was ich nicht brauche. Oh, hier habe ich ja noch welche. Lol. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Pfeile bräuchte ich noch ein paar. Achso, ich entstumme mich kurz. So, du hast Trank gegen Giftresistenz mitgenommen, oder? 5 Stück, ja. Okay. Oh, Leute, ich habe noch hier 10 gegen Kälte-Dings. Ich dachte, der hat mir nur 2 ausgeworfen, dabei hat er 12 rausgehauen. Geil. Ich muss mir nur noch kurz ein paar Pfeile machen. Ich habe nur noch 19 Stück. Und dann komme ich gleich hinterher. Hier. Dazu brauchte ich Federn. Das da. Und Holz war das, glaube ich. Jo, Feuerpfeile. Soll ich dir zur Not auch noch welche mitbringen? Warte mal. Ich bin eh gleich tot. Wegen dem beschissenen Gift. Also, ich hab das Heilmittel alles genommen. Ich weiß noch nicht, ob man das vorher nehmen muss. Wenn ja, ich nehme es immer erst halt, wenn ich Gift habe. Okay. Das mache ich aber auch so. Das bringt halt kaum was. Also ich bin jetzt auf 18 Leben runter gewesen von vorher, keine Ahnung wie viel. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das verhält, weil ich weiß es halt auch nicht so wirklich. Kurz ein paar Bären und Pilze schnappen. Ich habe noch 10 Stück. Ich wollte nur die Hälfte haben. So. So. Und einmal ab in den Zoom. Hast du sicherlich gesehen, das dritte Portal steht auch schon für den Eisberg dann. Deswegen habe ich uns jetzt auch Med gegen Kälteresistenz mit hergestellt. Das können wir ja auch irgendwann mal in der Folge in Angriff nehmen. Dass wir einfach mal so einen Berg erklimmen. Verbindung unterbrochen. Okay. Ich hab nichts gemacht. Ist halt scheiße, ich bin im Sumpf. Ja, ich hab dich nur auf der Stelle laufen sehen und dann warst du auf immer weg. Genau da, wo du warst, da war auch so ein. Ja. Den hab ich gekillt.
Nee, so ein Ekelviech ist da lang gelaufen. Ja, das habe ich eigentlich gekillt. Also bei mir war es noch da. Und hier sind ganz viele halbtote Blutekel. Ja, ich habe schon mal ein bisschen gekämpft. Oh, jetzt kommt so ein Flabberts auf mich zu. Müssten vielleicht mal die Bäume hier beiseite schaffen. Da hat man bessere Fläche zum Kämpfen. Pass auf, hier ist so ein grünes Flabbervieh. Bezüglich der Blut. Ah. Ja. Mach mal das grüne Flabbervieh bitte weg. Weil die Blutegel, die kann man auch easy peasy eigentlich einfach so mit. Oh, pass auf. Och nö! Schon wieder so ein scheiß Mate so viel. Oh je, kommt ein bisschen mehr. Da kommt schon wieder das nächste. Komm, furz mal, du Vieh. Ich will, dass der furzt, dann kannst du nämlich drauf kloppen. Wie schaffst du es, dass er bei dir keine Kombos macht? Ich gehe immer wieder einen Schritt zurück. Die brauchst du gar nicht mit Bogen abschießen, die sind voll easy mit dem Schwert. Die vergiften dich doch aber genauso. Ja, aber die treffen dich. Ich habe eine Schlundekel-Trophäe und da an das Ding komme ich nicht ran, scheiße. Ups. Oh, haben wir wieder eine neue Trophäe zum Aufhängen. die Bäume, ne? Ganz ehrlich, wenn wären die nicht, dann könnte man ganz easy hier kämpfen. Das ist eine bestimmte Holzsorte? Nö, ist auch ganz normales Holz. Du kriegst aber uralten Rinde raus, die irgendwann mal für was gut sein soll. Ich glaube, ich bin voll, oder? Nö, hä? Doch, manche Urwaldriesen kann man nicht abbauen. Nee, die so komisch liegen, gehen auf jeden Fall nicht. Ich meine, die großen hier auch, die stehen. Nee, kann man auch nicht. Wollen wir oder wollen wir nicht? Gut, wir wollen. Klar. Autsch. Aus den Hirnen hast du uns da eigentlich schon was super Leckeres gemacht? Ja, die Würste. Oh. Mehr dann. Davon würde ich dann doch mehr haben. Die geben doch 60 Leben dazu. Das heißt, wenn du das richtige, die richtige Kombination Essen tust, dann kannst du bis zu 150 Leben dazu kriegen. Das Blutegel auch nochmal wieder her. Denn da kill ich eigentlich. Ich will ja euer Zeug haben. Hallo. Haben keinen Bock auf mich. Einer habe ich. Zweiten habe ich.
Ihr denkt wohl, ich sehe euch nicht, hä? Ist das jetzt eigentlich eine normale Affe nur so Form oder Aufnahme? Ich nehme schon auf. Okay. Autsch. Ohne Ausdauer ist es scheiße! Wo bist du? Da. Ah, hier ist ein Skelett, das schießt mich die ganze Zeit ab. Jo, ich bin vergiftet. Okay, hat aufgehört. Ich habe auch so eine Schlumpfegel-Trophäe. Du erleidest weniger Schaden durch Gift. Also man kriegt zwar, also die Anzahl, sage ich, die Zeitanzahl bleibt gleich, aber man kriegt weniger Schaden. Deswegen gucke ich immer, wenn unten in der Leiste das Essen blinkt, esse ich da sofort wieder was nach, damit mein Leben auch voller bleibt. Ja klar, das mache ich auch. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Das Auge brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Alles andere bleibt erstmal. Skelett ist ein Doppelstern-Skelett, was gerade auf dich zukommt. Mm. Ich war gerade vergiftet. Marken gegen das Skelett da gerade nicht kämpfen. In dem Blutviechern. Achtung, Alex, die ja, ja, ich gleich wieder. Das ist down. Na, eh, schwimmt dort noch. Ja, da kommt das nächste. Ich hab keine Ausdauer mehr. Komm. Gut. Nice. Kommen alle. Nice, nice. Also Blutekelfarm ist recht easy, wenn die anderen Viecher nicht wären, wie das da hinten. Ne? One-hit? Ah, nee. Nee. Alter! Wenn du die abschießen tust, ohne dass die dich sehen vorher, dann kannst du bis zu die Hälfte vom Leben abziehen. Das ist richtig nice. Mhm. Da bin ich gerade wieder. Aber für was braucht man die... Ach, den Schlamm aus den Slimes, daraus kann man ja Bomben bauen. Aber Slimes Bomben sind hier sau wenig. Ich finde die auch ehrlich gesagt die stärksten Viecher hier drin. Oh, da ist wieder ein Schleim. Und da sind zwei Sterne-Skelett. Eins ist auf dich Akku. Drei sind auf dich Akku.
Achtung, 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 Schleim ist da. Ich bin hochvergiftet. Aber noch habe ich genug Leben. Med muss man vorher nehmen. Hab ich grad gemerkt. Hä, aber wenn ich das anklicke, dann bringt das bei mir nicht viel, weil dann steht da, dass ich es nicht nehmen kann. Okay, vielleicht habe ich mich auch dann gerade einfach beim Kampf schon verdrückt, aber ich hatte gerade anstelle meiner normalen 2 bis 3 Damage nur 1 bis 0,5. Okay. Daher. Warte, ich teste es mal. Nee, du kannst das gerade nicht zu dir nehmen, steht da, wenn ich das anklicke. Okay. Und ich habe ja das in der Hotbar drin. Ja, ich auch. Hat vielleicht, steht bei dir denn oben noch eine Zahl für Metes Gift? Ja, stimmt. Da, 4 Minuten. Darum kann man es nicht nehmen. Warte, ich teste, ich habe jetzt eh nur noch 3. Ja, du kannst es, du musst es vorher nehmen, das hat eine 10 Minuten Abklingzeit. Okay. Und du kannst erst das nächste nehmen und das schützt dich halt, solange du es jetzt Zeit hast. Okay, pass auf hinter dir. Hinter mir? Naja, du standst gerade mit dem Rücken zu den Viechern. Wieder her. Ich hätte, warst du das einzige hier. Hab wieder so ein Hirn. Hier liegt noch irgendwas drin, was leuchtet. Auch noch was. Ja, da habe ich den. Die Innereien. Und das Blutekelhaut scheint festzubacken. Ich würde gern darüber wollen. Da geht der Sumpf halt weiter. Aber der wird, glaube ich, nicht wirklich anders sein als hier. Ja, da muss ja dann irgendwo noch das Portal von dem Megablob sein. Ich weiß gar nicht, wie der hier ist. Oh, ist das auch so ein Riesenschleimviech? Ja. Ich hasse die Dinger. Kannst du nicht lieber ein Blutegel sein? Oder? Nee, aber nach dem Schleimvieh kommt ein Drache. Oh, nicht besser. Ich weiß. Zumindest das Bild auf dem Spawnstein, wo wir die Trophäe aufhängen müssen, um die Fähigkeit zu erlangen, da ist ein Drache abgebildet. Natürlich hätte der mich vorher noch mal. Da hinten pümmeln wieder Slimes rum. Wo sind wir denn aktuell? Ach, das dort. Na, weiter rein müssen wir ja nicht in den Sumpf. Ich würde einfach zurückgehen. Hinter uns sind die, glaube ich, eh wieder gespawnt. Ah, da oben sind schon wieder Blauaugenviecher. Ja, das ist ja, da oben ist auch Dunkelwald. Und Schneeberg. Mist, ich wollte den Hirsch schauen. Nein, hier ist das. Ah, es wird Nacht. Guck mal, wie grün der Sumpf wird, wenn es Nacht ist. Ah, ich suche zu viele Freunde. Ja. Ausdauer, ey. Ich hab auch gerade ein Problem. Oh, Schwert 28.
Ja, 24 Leben noch. Oh! Ich kümmere mich um das Skelett mit dem Bogen. Das ist nicht das Skelett. Nee, doch, so doch. Hier war oben war noch ein Skelett versteckt. Jo, beides down, beide Bogenschützen. Kriegst du es hin oder soll ich dir helfen kommen? Was soll ich hinkriegen? Sind das schon alle weg? Obwohl, ich habe auch nur noch 35 Leben. Wie voll bist du? Inventar? Ja. Hab noch 30 und 2. 5, dann lass uns erstmal zurückgehen und lernen. Boah, das kriegt man auch richtig mit, dass man nass und schwerfällig ist. Versuch mal zu springen. Du springst gar nicht mehr so weit. Och nö. Nee. Warum auch nö? Ja, die Viecher haben schon ein paar Mal hingekriegt, mich zu vergiften. Ist irgendwas in den Kisten drin? Erz. Ja, nö. Das Erz muss man ja eh mit dem Boot abholen. Ich brauche die Nägel. Ich will jetzt Trophäendings bauen. Nein, ich scheiße, ich habe vergessen, dass ich den Hammer nicht auf der Nummer habe. ich habe einen Heiltrank genommen. Scheiße. Mir ist das nur früher, ich habe immer köstliches Met mit Fleisch verwechselt. Ja, das ist... Naja. Die 7 Möbel. Ich brauche Edelholz dafür. Hast du die Dingsbums Blutsäcke drüben? Oder nee, hier die sind hier, hier in der Mitte. Okay. 7. Ich will 2 Trophäenhalter. Kann ich 2? Wir haben doch nur eine dazu bekommen, eine neue. Ja, ich habe da noch so einen Kopf, den ich auch mit aufhängen möchte. Und hier drin ist schon wieder dunkel. Wow. Ich komme an die Fackel nicht mehr ran. Bringst du bitte mal Harz mit und machst die Fackeln an? Irgendwie sind die schon wieder alle. Welche? Du brauchst nur, ach so, da hinten in der Ecke ist eine, genau. Und bei den Betten in den Ecken sind jeweils eine. Ich glaube, ich habe kein Harz mehr mit. Nö. Gut, liege. Warte. Nein. Meine Keule gibt's nicht. Sieht ein bisschen seltsam aus. Gut, aber ich beende kurz die Folge hier. So, das war's mit der kleinen Farming-Folge von Blutekelzeugs. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.